So, hallo und herzlich willkommen hier zurück. Schieße die Ghule aus der Klaue des Grauks, heißt es. Das ist ein zusätzlicher Ding. Okay, gut, wir brauchen nur ein paar... Okay, wir brauchen ein paar Pfeile und wir müssen ihn nochmal treffen. Hallo? Ah, fuck! Diese dummen Ghule! Ich habe natürlich keine Pfeile mehr. Dort habe ich noch welche gesehen. Hier ist auch noch einer. So, du! Guten Tag! Ich weiß nicht, ob er jetzt angreift. Das hat eigentlich noch keinen wirklichen Jetzt. Jetzt war er natürlich verwirrt. Und da jetzt. Okay, gut. Guten Tag, komm. Ja, jetzt halt, komm, komm. Zack. Wir folgen ihm natürlich. Und machen die Nummer nochmal. Oh Mann. Das Dumme ist, wenn jetzt die Ghule kommen, müssen wir das ungefähr 3 oder 4 Mal öfter machen. Schätzungsweise. Oh, jetzt haben uns die Ghule erwischt. Fuck. Ich muss den Ghule ausweichen. Vergiftet, scheiße. Nochmal. Das war's jetzt aber wahrscheinlich. Ist hier irgendwo live? Hier. Okay, dort haben wir nochmal Pfeile. Die brauchen wir auch. Der soll jetzt ruhig mal fressen. Ich war jetzt nämlich zu langsam. Okay, wir müssen warten, bis er sich einen schnappt. So. Noch Pfeile? Ja, einen mindestens noch. Okay, haben wir noch einen? Ja. Okay, Elbengeschoss benötigt. Die hindern ihn auch ein bisschen. Sich den. Den wieder fallen lassen müssen. Okay. Gut. Okay, jetzt haben wir kein Elbengeschoss mehr. Hier haben wir noch welche. Dürfen wir uns von ihm aber nicht treffen lassen. Nochmal. Okay, wir konnten zum Glück die Ghule auch einigermaßen gut... Weg hier, weg hier. Einigermaßen gut von ihm... von ihm fernhalten. So. Wir sind vergiftet, dummerweise. Warum Pfeile? Pfeile, komm schon. Zum Glück, wenn es so viele Ghule sind, dann wird er, dann halten die ihn auf. Die Ghule halten ihn auf.
Torben, Mann, wo bist denn du? Du könntest dir ruhig mal ein bisschen helfen. Okay, nochmal Pfeile. Das hier hinten ist anscheinend ein Endlos-Reservoir. Das ist ganz gut. Da, die haben ihn nochmal aufgehalten. Das ist eine ganz gute Nummer. Da können wir uns jetzt eigentlich mal ein bisschen auch entspannen. Weil die machen das schon. Da schon wieder. Und die zusätzlichen Ziele haben wir auch erfüllt. Ich weiß natürlich nicht, wie weit wir jetzt hier... wir könnten natürlich die Ghule selbst töten. Guten Tag. Was geht bei dir so? Okay, nochmal. Hat sie ihn jetzt erwischt? Ja. Noch einmal. Oh Mann. Dreimal noch, wenn wir es nochmal mit den Ghulen schaffen. Okay, weg hier, weg hier, weg hier. Ghule, aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die Ghule. Vier waren das jetzt hier, die in unserer Nähe gespawnt sind. Der hier ist auch ziemlich hinüber. Den hier machen wir auch mal platt. Gott. Die halten ihn nämlich ordentlich auf. Währenddessen holen wir uns nochmal Pfeile. Die Ghule kümmern sich nämlich darum. So. Okay. Gut, diese Position ist ganz gut in der Nähe von den Pfeilen. Dort ist aber auch, glaube ich, so ein Endlos-Reservoir. So, bevor du irgendwas kriegst, Penner. So, stell ihn der Brandpfeil. Nicht so sehr. Den soll er kriegen. Grüß dich, alter Kollege. Und das sichert gleich wieder die Sequenz. Fast. Weg hier. Okay. Jetzt kriegen wir hier wieder eine Chance. So. Jetzt bringe ich diese Jagd zu Ende. So ist es. Zack. Ich muss mich konzentrieren, nicht, dass da wieder was kommt. Yo, Torwin. Yeah. Zeig uns, was du drauf hast. Ich vermute, wir müssen den Grog fast wieder reiten. Nee. Ich glaube, das war's mit dem Grog. Ich glaube, da hat er keine Chance. Jetzt ist er ordentlich im Eimer. Großes Teil. Okay, Torwin tickt aus. Das nenne ich mal eine Grogjagd. Ja, in der Tat. Nächstes Mal lasse ich dir nicht den ganzen Spaß. Oh nein, nein, nein. Das war das letzte Mal. Ich habe meine eigene Beute zu erlegen. Also wenn du Hilfe auf deiner Reise brauchst, was denkst du? Nein, danke, Torwin. Doch dies muss ich allein tun. Nun, falls du überlebst, such mich bei den blauen Bergen auf. Ich habe viele Freunde dort. Wir werden trinken, bis uns der Grog ausgeht. Ich weiß, wie viel Zwerge vertragen können. Ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen. Okay. Warte. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus?
Gute Frage. Puh, wir haben den großen weißen Graug erlegt. Kommt jetzt sicherlich eine Sequenz. Oder zumindest ein Spruch. Nein. Okay, dann halt nicht. Puh, krasse Sache. Aber jetzt auch nur ein Artefakt für die ganze Action. Das war zwar relativ wichtig, aber naja. Gut, wir haben jetzt eine Bestie hier am Start. Der große weiße Graug-Auftrag abgeschlossen. Gut, wunderbar. Ich hoffe, Thorfinn kann nach Hause zurückkehren, jetzt da die Jagd vorüber ist. Wenn er zurückkehrt, wird er sein Zuhause nicht so vorfinden, wie er es zurückgelassen hat. Gut, Häuptlinge beherrscht, auch dieses Ziel ist abgeschlossen. Das heißt, wir können uns jetzt hier mal auf der Karte umsehen, wo es jetzt als nächstes hingeht. Hier haben wir jetzt Herr von Mordor. Deine Streitkräfte erwarten deinen Befehl. Die Zeit ist gekommen, einen vernichtenden Schlag gegen die Schwarze Hand auszuführen. Finde ich äußerst cool. Das ist auch im Moment die einzige Nummer, die wir hier machen können. Also im Grunde sind diese zwei Questreihen schon mehr oder weniger vorgegeben. Zack. Da reiten wir jetzt auch mal hin. Die sind mehr oder weniger vorgegeben, weil wir können ein, zwei Quests machen aus einer Reihe und dann ist erstmal Ende im Gelände. Dann erfahren wir erst später wieder mehr. Und so wechselt man halt mehr oder weniger ab. Also man hat im Endeffekt nur am Anfang die Entscheidungsmöglichkeit, was man halt zuerst macht, beziehungsweise immer wieder schon auch. Also wir hätten jetzt auch den Thorfinn schon zwischendrin mal machen können. So. Ich töte die jetzt nicht, weil die gehören zu unserem Heer. Das würde ich ja ungern tun. Schauen wir mal an, was da so kommt. Karagor kümmert sich darum. Auftrag starten. Herr von Mordor, deine Streitkräfte erwarten deinen Befehl. Die Zeit ist gekommen, einen vernichtenden Schlag gegen die Schwarze Hand auszuführen. Sehe ich auch so. Los geht's. Wir möchten dir danken, dass du uns Hilfe leistest, Kapitän. Ei. Ich hätte nie gedacht, dass meine Schmuggeleien jemals von der Königin so wertgeschätzt werden, Milady. Sie sind hier. Orks. Das sind üble Zeitgenossen. Aber ich habe schon Schlimmere verschifft. Okay. Königin Marvin. Es tut gut, euch wohl aufzusehen. Die Boote sind bereit. Die Kapitäne wurden über dein Ziel informiert. Gut. Wie lange werden diese Orks dir gehorchen? Ich schätze, solange ich es will. Ich stehe in eurer Schuld. Wir schulden dir unser Leben, Talion. Setz diesem Wahnsinn ein Ende. Milady? Okay. Die beiden lassen wir hier zurück. Ab geht's auf große Fahrt mit unseren netten Mitfahrern. Nicht besonders hübsch. Aber naja, was soll man tun? Kuga, der Grausame schon wieder, den kennen wir ja. Steht jetzt gegen uns? Offensichtlich. Ich sehe die Schatten, die über Mittelerde aufziehen werden. Der Grabwandler ist ein kleines Licht. Wir sind das Meer aus Gift. Wir bringen eine Welle des Unheils über Mordor! Wir spülen das Licht hinfort! Wirklich? Erfüllt die Luft mit Uruk-Schein und tränkt den Boden mit Uruk-Blut. Okay. Los geht's gleich mal hier mit ihm.
Ich bin nicht mehr zu erkennen. Aber egal, du musst wissen, wer ich bin. Was du getan hast. Stirb! Oh Mann, Alter. Zieh dir natürlich einfach mal den Jute-Sack hier drüber. Wo sind meine Homies? Okay, ich glaube, es wäre vielleicht eine sinnvolle Idee, meinen Homies zu helfen. So. Tschüss. Okay, wir müssen hier ein bisschen auf die Hinrichtung kämpfen. Okay, und ich muss aufpassen, dass ich die richtigen erwische. Tschüss, die sind gefährlich, die Berserker. Das Problem ist, wenn unsere Kollegen, also unsere Häuptlinge, sterben, dann müssten wir ja eigentlich... So! Dann müssten wir ja eigentlich... Schauen wir mal. Okay, Kuga. Tschüss! Oh, sorry. So. Tschüss! Ja gut, ich wollte sagen... So. Wenn unsere Häuptlinge... Siehst du nicht, dass wir bereits gewonnen haben? Nein. Tschüss. Das war's hoffentlich das letzte Mal. Und der andere stand im Weg. Koga, der Grausame, ist gefallen. Den haben wir schon 500 Mal erwischt. Die letzte Abrechnung steht bevor. Die Festung der Schwarzen Hand. Okay, Leute, heilt euch mal ein bisschen. Vor allem du, der Gelehrte ist es, glaube ich. Und unser Bogenschütze da hinten, der ist auch ziemlich im Eimer. Wohin die jetzt auch immer rennen. Wir müssen hier entlang. Wir haben halt nur die Häuptlinge jetzt am Start. Es fehlen halt irgendwie die einzelnen Orks. Ich frage mich halt ein bisschen, warum. Gut. Das ja. Ist eine Falle. Die Stille täuscht uns. So ist es. Welche Art von Magie ist das? Dunkle Magie. Aber Celebrimbor ist auf unserer Seite. Dort müssen wir hin. Und hier ruckelt es auch ein bisschen. Das heißt, ich glaube, dass hier im Hintergrund schon ordentlich gerechnet wird. Wir müssen doch dieses Türchen. Da bewegen wir uns jetzt auch auf jeden Fall mal hin. Und machen dann in der nächsten Folge weiter. Weil hier unten ist nur ziemlich viel Blut. Oder ich weiß nicht, was das ist. So. Okay. Gut. In diesem Sinne beende ich die Folge jetzt hier. Und in der nächsten Folge marschieren wir ein, direkt durch das Tor, und dann steigt die Party. Bis dann, ciao!